Die Spannweite beantwortet die Frage, wie weit liegen die Extreme voneinander entfernt, indem wir einfach den niedrigsten, in dem Fall hier bei unserem Zahlenbeispiel, den kältesten Wert nehmen und den wärmsten Wert und die voneinander abziehen. Ja, bei Ort A ist es 20 Grad, bei Ort B ist es 7 Grad. Das ist die Spannweite. Wie weit sind die Extreme voneinander entfernt? 20 Grad. Ja, das heißt, bei Ort A bringst du am besten Badehose und Pullover mit. Ja, bei Ort B reicht so deine Durchschnittskleidung ohne besondere Bewegung da drin. Die Spannweite hat aber auch ein Problem, das gleiche wie beim arithmetischen Mittel, nämlich die Ausreißeranfälligkeit. Wenn wir jetzt einen Extremwert haben, der nur einmal auftritt, dann reißt das die Spannweite auseinander. Leuchtet ein, ne? Ja, bei Temperaturen ist es relativ unwahrscheinlich, aber nehmen wir, spielen wir das Beispiel mal durch. Wir haben einmal am Tag zwei Minuten, wo es aus irgendwelchen Gründen 50 Grad heiß wird, nur zwei Minuten, dann haben wir direkt eine viel größere Spannweite. Ja, das ist die Ausreißeranfälligkeit.